Anwohnende der Schillerpromenade in Neukölln haben uns in der letzten Nacht angerufen, weil sie dort mehrere Schüsse wahrgenommen haben. Einsatzkräfte der Polizei Berlin sind dann dorthin gefahren, haben zwei verletzte Männer gefunden, einen 20-Jährigen, einen 18-Jährigen. Der 20-Jährige kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, der ist schwerer verletzt worden. Dem Vernehmen nach soll aber keine Lebensgefahr bestehen. Wir gehen nach dem jetzigen Ermittlungsstand von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Unbekannte sollen mit einem Auto vorgefahren und dann geschossen haben. Stand jetzt ermittelt eine Mordkommission zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf. Ja, die Fahndung nach den mutmaßlichen Täterinnen oder auch Tätern läuft. Wir haben in der Nähe ein ausgebranntes Fahrzeug gefunden. Ob das im Zusammenhang mit dieser Tat steht, werden jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben. Kolleginnen und Kollegen der Mordkommission sicherten vor Ort umfangreiche Spuren. Dazu zählten unter anderem Patronenhülsen und die werden jetzt mit in die Auswertung einbezogen und dann wird man genau den Tatablauf rekonstruieren können.